Reicht das? Ja, was ist das denn? Was? Eine Zirkulalsor? Was? 4 Kupferwaffenbestandteile. Was? Oh, eine MP! Ein Granatwerfer! Holy Jesus, es wird immer besser. Würde ich trotzdem nochmal bauen. Kupferwaffenbestandteile? Warte mal, wie sehen die denn aus? Ach so, die haben wir doch, oder? Moment. Einmal. Hatten wir davon nicht noch mehr? Oder habe ich die alle verbraten? Ich glaube, die haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, die kriegen wir, ne? Wird zur Herstellung von Waffen verwendet. Kupferbarren. Kupferdraht, Alter. Kupferkühler, Armatur. So, warte mal. Werkzeuge. Guck mal, hier sieht man auch, was wir dafür brauchen. Da können wir dann mal gucken. Vielleicht haben wir ja sogar dafür alles schon. Müssen wir mal schauen. Ja, warum nicht? 4-mal Kupferwaffenbestandteile. Ah, Ehre. So. Jetzt kann mir gar nichts mehr passieren. So, ich habe sogar eine Granate noch. Das weiß ich. Hier. So. Warte mal, ich muss mal eben hier gucken. Wie rüste ich die denn? Kann ich die wechseln? So. Dann hätte ich gerne die auf die 8. Meine Rüstung muss ich noch holen. Einmal die hier und einmal die hier. Dann würde ich die auf die 9 legen. Und die 0, ja genau. Ja. So, warte mal, die 9. Alter Schwede. Neue Rüstung, Mann. Boah, ihr Alter. Was wollt ihr? So, Alter, da brauche ich aber erstmal auch Klick, Klick, Munition, ne? Warte mal. Munition. MP-Munition. Eisenpatronenhülsen brauchen wir dafür. MP-Tour-Munition. Oh, Werfgranaten. Können wir herstellen. So, MP-Munition. 2-mal Kristalle, 1-mal Eisen. Eisen. War das Eisenbarren? Ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand. Warte mal. Eisenpatronenhülsen. Okay, alles klar. Moment. Ich dachte schon, der Vulkan bricht schon wieder aus. So, haben wir. Das heißt, wir können jetzt Munition herstellen, oder nicht? Kristalle. 2 Kristalle. Hä? Haben wir die nicht da drin? Ach, Rohkristall. Wie stellen wir denn Kristalle her? Ach so, Moment. Halt, stopp. Hier. Dazu brauchen wir aber Raffineriemodul Stufe 2. Ach so. Ich verstehe. Raffinerietechnologie. Raffineriemodul Stufe 2. Warte mal, Raffineriemodul wird hier hergestellt, ne? Da. Eisenschrauben, 2-mal Kessel. Ah, ja, okay, gut. Dann, MP haben wir nicht, aber wir haben mit der 8. Yeah, Alter. Ihr könnt mich alle mal. Egal, dann scheiße ich auf die MP-Munition. Aber damit wird das doch wahrscheinlich ein bisschen zügiger gehen, auch mit dem Schiff zerstören, ne, würde ich mal sagen. Nein, ich rufe Drillship, 6 runterfahren, so. Wo ist denn das Schiff? Nein, das Schiff ist weg. Nein, da oben ist schon wieder ein anderes. Mist. Da ist schon wieder dasselbe. Hm. Ah, schade. Ich hätte gerne mal die... Aber da werden wir hinkommen. Ganz ehrlich, da werden wir hinkommen. Das ist gar kein Problem. Das... Und das mit den Ketten können wir auch mal ausprobieren. Weil ich habe gesehen, die Module... Vielleicht haben wir ja sogar für die Ketten und für den Kern und so die Sachen schon.
Bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Müssen wir mal gucken. So, ich speichere nochmal eben schnell. So, weil wir ja gerade hier auf dem Weg sind zu den Kollegen, zu den netten Nachbarn. Also ist hier noch ein anderes Schiff vielleicht gerade irgendwie da? Hm. Auf Karte sieht man das ja nicht, ne? Moin, ich habe einen Granatwerfer. Mal gucken, wie der funktioniert. Ich bin so gespannt. Uhuhu. Volle Granate, Renate, Renate, Renate. Mal gucken. Alter. Oh, ich muss nachladen, warte mal. Oh, ich habe vergessen, die Munition mitzunehmen. Oh, oh, nicht gut. Bibu, Bibu. Ja, ich habe vergessen, Munition mitzunehmen. Alles gut. So, warte mal. Erstmal hier checken, was haben die bei sich? Vielleicht haben die auch Technologie bei sich. Nein, haben sie nicht. Nein, haben sie nicht. Ich weiß, der spawnt schon neue. Doch, da. Er hat einen Schredder dabei. So, okay. Bidu, Bidu, Bidu. Hier. Aber die neue Rüstung ist natürlich besser, ne? Wollen wir mal so sagen. Eine Werkbank. Pfui. Und dann noch Stufe 1 Werkbank wahrscheinlich. So. Ja, nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Nee. Was? So, dann ist das auch weg. Alter. Dein Ernst? War eigentlich noch ein Robby-Roboter? Ja, eine Pumpe. Sowas brauchen wir nämlich. Ja. Haben wir noch Lebensenergie genug? 5. Komm, wir nehmen das mal mit. Frachtraum war jetzt auch sonst nichts mehr Interessantes, ne? Das nehmen wir mit. Ja, okay. Ja, glaube ich noch mal einen, oder? Haben wir wieder selbst getroffen. Muss da echt aufpassen damit. Das zählt also auch als Modul. Okay, gut zu wissen. So. Freunde, das nächste Schiff auf unserem Konto. Gut. So, Freunde, ich komme. Ketten. Ketten. Und Technologie. Und Technologie. Uch, ein Häuschen. Ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Da ist noch was. Sehr schön. So, Parkplatz geräumt. Ich sehe auch gerade kein Schiff mehr hier, ne? Ich glaube, es kommt auch, glaube ich, jetzt erstmal keins, weil... Ah, die despawnen, alles klar. Weil, glaube ich, jetzt auch demnächst, glaube ich, Vulkanausbruch ist. Aber die Rüstung ist supi. Müssen wir mal im Auge behalten, dass wir da vielleicht mal demnächst mal ein bisschen mehr von herstellen. Weil wir jetzt geforscht haben. Ich würde einmal hier reingucken. Hier waren wir zwar schon, aber... Ja, komm, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. So, wollen wir nicht knauserig sein. Knauserig. Ein schönes Wort. So, das nehmen wir mit. Und wo geht's eigentlich hier hin? Waren wir hier schon mal? Ja, doch. Sieht so anders aus hier, so mit der Schlucht. Ich würde mal ein Schiff rufen. Oder unser Schiffchen mit der 7. Müsste ja dann hier hinkommen, weil der Parkplatz ist ja frei. Nein, ich wollte nicht Escape drücken. Entschuldigung. Ich drücke mal die falsche Taste. So, speichern wollte ich. Das wollte ich, genau. So. Dann lass mal gucken, dass wir... Kommt das? Ja doch, es kommt. It could. Die Tür ist auf der Seite. Glaube ich. Ich war jetzt echt gerade am überlegen, ob man einfach diesen Busch abernten kann, wie beim anderen Survival Game. Survival Game, da sind wir wieder am Thema. Ist es jetzt ein Survival Game oder nicht? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ist es eins, ist es nicht? Keine Ahnung.
Ich stehe da hinten unter der Korkeiche oder keine Ahnung. Irgendwo da hinten stehe ich wohl. So hier, hallo, mein Name ist Ferdinand und ich bin unter der Korkeiche. Aber ist es jetzt ein Survival-Game oder nicht? Ich bin mir da nicht sicher, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, Vulkanausbruch in 4 Minuten. So, hier haben wir erstmal unsere Ruhe. Achso, was sagt denn überhaupt unsere Reparatur? Ist alles eigentlich ganz alles? Ja, 10, 10, 10, 10, 10. Gut, jetzt mal eben schnell schauen. Ich wollte mal gucken, können wir denn... mach mal aus. Aus. So. Können wir denn... Haben wir denn hier irgendwas Neues bekommen jetzt durch die... Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Außer hier. Ah, ist schon geil. Also mit der MP und so, da... Puh. Ja, also da auf jeden Fall. Geil, dass wir hier auch Pumpe und so herstellen können. Wir werden wahrscheinlich später alle Technologien wahrscheinlich selber herstellen können, gehe ich mal ganz stark von aus. Ah, die Granaten muss ich mal mitnehmen. Die sind im Frachtraum bestimmt noch, ne? Ja, hier. Na, siehst du? Guck mal an, jetzt haben wir auf 14. 13. So, packen wir mal weg. So, was wollte ich geguckt haben? Nein, nein, nein. Ich wollte... Was wollte ich denn? Genau, die Aufwertung. Hier. Was brauchen wir denn dafür? Hier. Wir brauchen Produktionsmodul Stufe 2. Haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal um die Module kümmern. Das heißt, wir müssen Produktionsstufe 2. Granatwerfer-Tour-Modul. Alter Schwede. Produktionsmodul Stufe 2. Das ist das hier. Eisenschrauben und Produktionsdaten Stufe 2. Ich tauch mal unter, ne? Da ja sowieso gleich wieder alles losgeht. Die Silvesterparty von den Nachbarn, wie immer. Dann können wir nämlich hier wieder ganz in Ruhe im Schiffchen verweilen. Ich glaube, ich sollte mir mal vielleicht mal einen Notizblock machen, damit ich mir das alles behalte, weil das ja schon so komplex und umfangreich ist. Warte, lass mal gucken. Also, wir brauchen 6x Eisenschrauben. Die können wir herstellen. Die Eisenschrauben sind hier. Dazu brauchen wir Eisenbarren. Die wir, glaube ich, auch herstellen können. Nein. Weil wir Raffineriemodul Stufe 2 dafür brauchen. Was wir noch nicht haben. Okay. Aber da brauchen wir auch Eisenschrauben. Wie sollen wir die denn bauen können, wenn wir die nicht... Hä? Warte mal. Lass mich das mal da reinpacken alles. Stapeln? So. Einmal Eisenschrauben haben wir, weil dann kann der denn jetzt... Kann er das jetzt herstellen? Kann er nicht herstellen, ne? Standardraffinerie müssen wir aufwerten. Das heißt, wir brauchen Raffineriemodul Stufe 2. Aber wie sollen wir das denn machen, wenn wir keine Eisen... Raffineriemodul Stufe 2. Kessel? Ach doch, warte mal. Haben wir das schon aufgewertet auf Stufe... Das haben wir doch schon gemacht, oder? Oder nicht? Warte mal. Zweimal Kessel und zweimal Raffineriedaten. Ich glaube, Kessel haben wir nicht mehr, ne? Kessel haben wir, glaube ich, verbraten, ne? Ja. Oh, warte mal, wir sind da noch drin. Nehmen wir noch mit. Das, glaube ich... Okay, wir brauchen auf jeden Fall dafür noch einen Kessel. Okay. Aber... Hier brauchen wir auch den Kessel für. Eisenbarren.
Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Eisenbarren. Das ist ganz wichtig, dass wir die Raffinerie aufwerten. Ich glaube, die hatten wir, glaube ich, hier aufgewertet. Dazu brauchen wir Raffinerie... Warte mal. Warte mal. Raffineriemodule brauchen wir dafür. Das ist... Hier, ne? Genau. Dieses Modul brauchen wir. Also brauchen wir Kessel und Eisenschrauben. Das heißt, wir müssen nach drüben reisen, auf die andere Seite. Das können wir eigentlich mal machen. 58 und 72. Es wird schon wieder... wollte gar nicht alles nehmen. Jetzt bin ich aus Versehen auf den Knopf gekommen. Entschuldigung. Haben wir eigentlich noch genug Kohle drin? 85, ja doch. Gut, aber wir haben ja Granaten noch. Ja, nicht mehr viele, ne? Können noch mal ein paar Granaten herstellen, wenn wir schon einmal hier sind. Die waren aber auch ratzfatz weg jetzt, ne? Muss man sagen. Sie waren echt ratzfatz. Die Säge würde mich mal interessieren, Alter. Alter. Okay, wir brauchen drüben auf jeden Fall Sprengstoff. Explodiert nach Zeitvorgabe. Zeitgeber wird mit der rechten Maustaste eingestellt, werfen und wegrennen. Schaden ist im Explosionszentrum am höchsten. Kann mit einem Zünder auf Distanz ausgelöst werden. Holy shit. Uff. Das ist Nachricht. Okay. Gut, haben wir ein paar Granaten, haben wir Granatenwerfer. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren mal ins zweite Gebiet. Oder warte mal, können wir? Bestimmt nicht, ne? Können bestimmt kein Eisenschrauben. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Können wir nicht herstellen. Brauche ich gar nicht gucken. Ne, brauchen wir Eisenbarren. Alles klar, also müssen wir nach drüben düsen. Aber wir haben ja noch Rüstung. Das heißt, wir müssen wieder ins zweite Gebiet. Dort müssen wir schauen, dass wir irgendwie an... ja, Hydrauliksachen und so ein Kram kommen. Ich weiß nicht, ob hier unterirdisch was ist. Das ist auf jeden Fall ein Schiff. Gucken wir mal. Ja. Also es sind Kristallen, machen wir Rohkristalle, alles klar. Ach, guck mal hier, Hydraulik. Das haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, die lange Küste. Schicken das Schiff direkt wieder weg, damit es geschützt ist, weil wir sind halt für hier drüben noch nicht richtig ausgerüstet mit dem Schiff. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir müssen halt noch weiter ausbauen, weil sonst überlebt das Schiff hier drüben keine 5 Minuten. Und dafür sind unsere Waffen auch viel zu schwach. So, dann lass mal eben schnell gucken. Wir schicken das weg mit der... Ist es die 6? Ich bin mir jetzt nicht mehr... Doch, ja, 6. 6 ist es. So. Nein, du nimmst die 4. So. Da ist Technologie, da gehen wir hin. Und da sind auch ein paar Cocks. Cocks. Entschuldigung, dass ich da mal lachen muss. Weiß nicht warum. So. Nehmen wir mit. Hier ist nochmal ein bisschen Keller. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, gut, Eisen. Ja, wir brauchen halt jetzt Barren, ne? Damit wir das aufwerten können. Das ist halt wichtig. Barren kriegen wir vielleicht durch die... Na, wo kommen sie? Ja! So. Gut, mit dem Granatwerfer ist natürlich ein bisschen... Ja, da muss man ein bisschen üben mit. Bevor die jetzt despawnen, warte mal. Ja, Kessel, nice. Kessel brauchen wir auch. Geil. Ja, Eisenschrauben, sehr schön. Wir brauchen aber Eisenbarren. Schön hier in Silent Hill.
Eisenbarren, Eisenbarren. Wir sind schon echt wieder runtergeballert, aber die große Rüstung brauchen wir definitiv. Also ich weiß nicht, ob ich das Schiff angreifen möchte. Bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher. Ich meine, wir können es versuchen. Es ist ein kleines Schiff, ne? Oder? Kleines Schiff, sagte er. Er sagte, es ist ein kleines Schiff. Gucken, ob die Waffen haben. Ja, da hinten. So, warte. Ey, ich muss hier rauf. Hilfe. Man will die gleichzeitig alle looten, aber auch gleichzeitig... Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Alles nehmen. Speichern und dann... Hier, ich muss Rüstung anziehen mit der Null. Warte mal eben. Hua! Bevor die jetzt kommen. Nein! Uff, Hilfe! Er ist noch nicht tot, ne? Wir müssen auf jeden Fall drinnen erstmal ganz schnell aufräumen jetzt. Damit die nicht respawnen, die Drecksäcke. Hier. Oben auch nicht. So, geht doch. So, dann respawnen die schon mal nicht. Okay, das hat ganz gut geklappt. So, ein bisschen hier gucken. Granaten, Granaten. Alter Kupferwand, Durchlass. Okay. Können wir mal mitnehmen. Kennen wir nicht, nehmen wir mit. Jo, Kristalle, nice, Ehre, geil. Aber keine Kupfer. Alter, es war blöd. Keine Kupferbarren? Hm. So, Module zerstören müssen wir. Damit das Schiff nämlich kaputt geht, müssen wir das machen. Und wir natürlich hier... Ja, großer Banner brauchen wir nicht. Achso, hier sollten wir vielleicht mal reingucken. MP-Turm-Munition nehmen wir mit, dann haben wir das schon mal. Den Rest lasse ich mal. War hier noch was drin? Oh ja. Okay. Ansonsten, ja. Oh, jo, bin weg. Ciao! Geil, haben wir. Nice. Auf der zweiten Seite. Ich speichere doch mal eben schnell. Juhu.